Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Panzer Corps 2. Die Belagerung von Toledo hat immer noch Bestand, auch wenn der Feind nun, ja, in der nördlichen Belagerungshemisphäre etwas unter Druck steht, weil wir mit den spanisch-nationalistischen Truppen hier anrücken. Ja, so fährt er doch weiter im Norden einen Gegenangriff und auch im Süden sind unsere spanischen Kameraden unter starker Bedrängnis durch die republikanische Infanterie. Der ganze Kampf hat sich in der letzten Folge schon stark gewandelt. Der Feind ist stärker, als es am Anfang den Anschein hatte. Ja, mal gucken, ob wir diesen Gegenangriff hier oben überstehen können. Wir müssen die Truppen, die sich hier im Norden befinden, freimachen. Ansonsten sehe ich für Toledo schwarz. Das ist ganz klar. Ja, ich glaube, mit diesen Truppen, die wir hier an der mittleren Kampflinie stehen haben, die werden nicht alleine hier weiter vorrücken können. Natürlich werden wir es probieren, aber ich glaube nicht, dass wir hier von großem Erfolg reden können. Daher müssen wir hier oben, hier müssen wir unser Hauptaugenmerk erstmal drauflegen. Und hier kommt von der mittleren Kampflinie auch schon Verstärkung, eine Infanteriekompanie und einmal die SDKFZ 2 zu 1 Kompanie. Und auch fast unsere komplette Luftwaffe ist nun hier oben stationiert, sodass wir hier effektiv gegen die feindliche Infanterie vorgehen können. Schauen wir uns die Truppen mal an. Wir haben hier eine International Brigade, also ja, ich glaube, da brauche ich nichts zu sagen. Eine Brigade, die aus sehr, sehr vielen verschiedenen Nationen besteht. Dann haben wir hier eine Brigada Mixta und eine weitere International Brigade. Vermutlich ziemlich starke Einheiten. Okay. Wir haben hier oben bereits eine Panzerkompanie verloren. Das muss ich vielleicht auch nochmal erwähnen. Ja, wir sollten tunlichst versuchen, da die Verluste gering zu halten. Deswegen haben wir uns auch schon hier an dieser Hügelkette positioniert und unsere Fahrzeuge stehen hier auf offener Fläche, damit wir einen Vorteil haben. Mal schauen, ob dieser Vorteil uns irgendetwas bringt. Wir haben fast unsere ganzen Züge schon gemacht. Eins habe ich noch gesehen, wir sollten hier unsere Infanterie noch ein bisschen weiter vorbringen, damit die in der nächsten Runde ja, besser wirken kann oder überhaupt wirken kann. Und dann sind jetzt erstmal wieder die spanisch-nationalistischen Truppen dran, denn wir haben, wie gesagt, unsere Züge gemacht. Okay. Ja, hier in Toledo selbst wird gekämpft. Hier wird eine Panzerabwehrstellung attackiert. Das ist auch gut. Stimmt gar nicht. Eine Artilleriestellung. Dort wird die Infanterie angegriffen und vernichtet. Was passiert hier? Dort wird nochmal Artillerie angegriffen. Ja, das sind wichtige Angriffe zur Entlastung von Toledo selbst. Ja. Hier wird nochmal Infanterie angegriffen unter einem sehr, sehr starken Angriff. Wahnsinn. Ja, hier rücken die Spanier nochmal weiter vor und kesseln eine Kompanie ein. Und die eingekesselte Kompanie wird jetzt auch nochmal angegriffen. Ah, starke Angriffe, die sie da unten fahren. Hoffen wir, dass das so bleibt. Jetzt sind die Republikaner wieder dran und ja, halten hier die erste Einheit von Toledo aus und die zweite gleich hinterher. Ja, und das heißt nichts Gutes, denn das bedeutet, dass die Brücken zu Toledo, die südlichen Brücken, jetzt frei sind. Ja, mal schauen, was da noch alles dann einrückt und ob wir diesen Feind dann nochmal zurückdrängen können. Und da geht auch schon die erste Infanterie in Stellung, greift an und schaltet eine nationalistische Kompanie aus. Oh Mann, was für ein Kampf, Leute. Und die nächsten Einheiten rücken direkt nach. Mein Gott. Die Einheiten ziehen nach Süden. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Da haben wir sie auch gar nicht mehr im Blick. Ja, die Republikaner schlagen hier im Süden stark zurück und schalten eine weitere spanisch-nationalistische Kompanie aus. Oh Mann, Leute. Erbitterte Kämpfe hier unten. Aber eine weitere republikanische Kompanie ist vernichtet. Ja, und der Feind rückt stark von Süden her in Toledo ein. Okay, jetzt sind wir wieder am Zug. Das Resümee aus der letzten Runde war, dass
Also die letzte Runde war ein klarer Sieg für die spanischen, für die spanisch-republikanischen Truppen. Das lässt sich gar nicht leugnen. Wir bringen das Flugzeug jetzt hier mal in Position, damit das in nächster Runde wirken kann. Und ja, ich würde jetzt gerne mal wissen, wo diese Truppen jetzt hier hinmarschiert sind. Okay, sie befinden sich immer noch dort in Position. Bringen wir erstmal die Verstärkung hier an die Linie. So. Okay, in der nächsten Runde können wir dann hier anfangen zu wirken. Wir können hier echt keine Einheit verstärken. Das ist wirklich, wirklich schlecht. Und die haben hier die Einheiten wieder auf 17 hochgestuft. Also, die Spanier, also die Republikaner, müssen unglaublich viel Prestige und auch Prestigereserven haben. Das ist ja Wahnsinn. Die können ihre Einheiten hier frei aufwerten und haben, wie es scheint, Unmengen an Verstärkung. Ich glaube, bevor wir hier Toledo helfen können, sollten wir vielleicht diese zwei Truppen hier noch loswerden. Der Rest wird sich dann auch klären. Ah, von hier aus. Ach, das war auch die. Ah, verdammt, das habe ich die falsche Truppe bewegt. Ja, okay. Dann können wir nur zweimal angreifen mit der Artillerie. Das tun wir aber auch. Ja, Menge Moralschaden. Ein schlechter Angriff. Da schwächen wir die Truppe, sobald es geht. Nochmal zwei Stärkepunkte weggemacht. Ja, immer noch 4-2. Ja, wie ich schon sagte, hier in der Mitte wird nicht viel passieren erstmal. Wir könnten hier noch die Miliz angreifen. 50% Schaden. Na, sogar noch weniger. Schade. Mit denen hier können wir gerade nichts machen. Wir könnten zwar hier den Angriff fahren, aber ja, die Verluste auf der italienischen Seite wären auch ziemlich hoch hier. Ich glaube, das würde nicht viel bringen, oder? Na, Packangriff ist natürlich noch schlechter. Wir bringen die Pack mal hier direkt hinter den Panzer, damit wir hier gegen den Panzer vielleicht in der nächsten Runde vorgehen können. Aber wir schließen hier zumindest mal die Lücke. Machen wir das. Wir kriegen auch noch einen Massenangriffsbonus, einen dreifachen. Ja, kommt, wir machen's. 5-2. Sogar noch ein bisschen besser als die Prognose. Okay. Ja, ich würde sagen, jetzt stürzen sich unsere Bomber hier erstmal auf die feindlichen Truppen. Da, wo es am meisten Schaden macht, greifen wir an. Zwei. Zwei. Na, die Prognosen gehen hier überhaupt nicht durch. Eins. Naja, okay. Ja, der Feind steht hier unglaublich stark in dieser Ortschaft. Na, hier anzugreifen wäre für unsere Panzer blanker Selbstmord. Ich ziehe momentan einen Truppenaustausch in Betracht, dass wir die Infanterie noch hier hinbringen und dafür ein oder zwei Panzerkompanien, die uns hier einfach nichts nützen, noch hier wieder hinbringen, damit wir hier vorankommen. Weil wer weiß, wie lange Toledo noch durchhält. Also sie haben hier schon so starke Verluste und hier stehen so viele Feinde. Ah, das läuft alles nicht besonders gut. Unterstützen wir nochmal mit unseren Bombern. Er hat sogar einen Stärkepunkt abgezogen. Da auch. Und greifen wir hier die schwächere Einheit nochmal an. Okay, Moralschaden, aber das ist okay. Ziehen wir die einen nach vorne, dann kann die gleich mit da drauf rücken, auf die, also den Fluss überqueren. Ja, und das war's schon wieder für unsere Runde. Ah, ich. Das ist wirklich schwierig hier.
Was, die Pack bringen wir schon mal rüber, die bringt uns hier gar nichts. Ja, da müssen wir uns nächste Runde noch was einfallen lassen. Das geht so nicht weiter. Aber unser Zug ist zu Ende. Wir müssen hier warten. Starke Angriffe der Spanier. Hat sich eine Einheit ergeben. Sehr schön. Starker Angriff 4:1. Die nächste Gruppe der Spanier ist geschlagen. Ah, der Panzer zieht sich zurück. Die werden sich aber gleich nochmal wieder aufrüsten. Ich glaube nicht, dass wir die besiegen können in der nächsten Runde. Okay, die Republikaner sind dran. War unser Plan, den wir von Anfang an geschmiedet haben, eventuell direkt zum Scheitern verurteilt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht das momentan echt nicht gut aus. Jetzt kommt wieder die Artillerie. Die Artilleriehölle über Toledo. Ja, die Einheiten haben sie direkt wieder aufgerüstet. Okay. Ganz entgegengesetzt zu meiner Prognose haben sie diese Panzereinheit nicht aufgerüstet. Okay, das ist soweit schon mal gut. Insofern ist, dass wir die Einheit jetzt gleich auslöschen können. Und jetzt haben uns die Nationalisten hier diesen Weg versperrt. Unsere Artillerie kann da nicht hinziehen. Machen wir mit unserer Luftwaffe den Panzer weg. Wunderbar. Hier können wir einen starken Angriff fahren. Ja. Ah, bis die Infanterie da ist hier, sind die ja schon längst weitergerückt. Ja, fliegen wir wieder die Luftangriffe. Toffen auf eine Menge Schaden. Ja, diesmal sind die drei auch durchgegangen. Schauen wir hier nochmal. Es kostet den Feind immerhin Prestige, wenn wir hier angreifen. Das ist ja schon mal ein bisschen was wert. Ja, wir müssen hier was machen. Greifen wir jetzt mal. 4:1 ist sogar durchgegangen. Hier kriegen wir nochmal 3:1. Möglicherweise können wir die Einheit dann dazu zwingen, sich zurückzuziehen. 2:1. Nee, haben wir nicht geschafft. Schade, sonst hätten wir nochmal einen Luftangriff fliegen können. Die rücken hier auch mal weiter vor. Ja, was machen wir mit der Einheit hier? Die müsste dahin. Auch wenn es länger dauert, das nützt nichts. Die Einheit kommt hierhin. Erstmal das unwegsame Gelände überqueren. Hier können wir nochmal angreifen. Leider nur mit einem Schaden. Und wir können hier die Siedlung wieder unter Beschuss nehmen. Nur leider nicht viel gebracht. Moralschaden. Mehr auch nicht. Nehmen wir den Flieger hier mal unter Beschuss, auch wenn es nicht viel bringt. Aber jede Schwächung des Feindes verbessert unsere Situation. Ja, hier unten fliegen wir wieder Unterstützungsangriffe. Der Angriff ging daneben. Der Angriff auch. Ja, das ist...
Dann läuft schon nicht gut und dann kommt auch noch Pech dazu, Leute. Kriegen wir noch diesen Angriff. Ja, drei Schaden gingen durch. Und ja, bringt zwar nicht viel, aber fliegen wir den Angriff auch. Ein Schaden. Hier 1-1. Ja, beim nächsten Mal machen sie uns dann fertig. Den Panzer hier können wir momentan nicht benutzen. Bringen wir die Truppen nochmal nah ran. Ja, aber ich hoffe, das geht jetzt gut aus und ich übernehme mich jetzt hier nicht. Aber da die Truppen hier auf unwegsamem Gelände sind, haben die nicht viel Bewegungspunkte. Das heißt, so oft können sie nicht angreifen. Schauen wir mal, ob ich recht behalte. Okay, na, das war's schon wieder. Das war's schon wieder. Es sieht nicht gut aus für Toledo, Leute. Die nehmen das jetzt gleich ein. Die Nationalisten halten sich zwar noch wacker, aber... Ich finde das auch krass, die Republikaner haben so viel Prestige, wie es ausschaut, dass sie hier ohne Mühe und Not die meisten ihrer Einheiten einfach wieder aufwerten können, wenn die Runde vorbei ist. Ja, jetzt haben sie hier eine große Lücke geschlagen, das ist gut. Die Ortschaft hier oben greifen sie auch an und besetzen sie. Und zerschlagen die Einheit. Da greifen sie die Pack an. Eine der uninteressantesten Einheiten hier unten in diesem Gefecht. Warum sie das getan haben, verstehe ich nicht. Aber immerhin ist die Kompanie da oben jetzt besiegt. Und die Republikaner sind wieder am Zug. Und da kommt direkt die nächste Einheit, die hier unten Druck macht. Dort wird eine Einheit zerstört. Ja, und da geht der Artilleriebeschuss wieder los. Ja, sie greifen den Panzer an hier. Der zieht sich zurück. Zu zwei. Mein Gott. Jetzt nehmen sie sogar den Flugplatz da unten ein. Oh Gott. Ja. Und da ist die nächste Einheit weg. Tja, wir können hier auch eine Einheit ausschalten. Das machen wir mal. Wir kriegen einen Überrandbonus. Rücken ein Hexfeld vor und zerstören die nächste Einheit gleich mit. So. Das war gut. Ziehen wir... Ja, hier ist keine große Gefahr mehr. Ziehen wir unsere Artillerie... weiter vor. So. Jetzt haben wir als nächstes hier den Bilbao. Beziehungsweise, lass uns erstmal hier oben gucken. Ah, schlechter Angriff, ein schlechter Angriff. 63 Prestige haben wir, dafür rüsten wir den Panzer hier mal auf. Und den hier auch, zumindest mit einem Punkt. Boah, okay. Ein echt schlechter Angriff. Hier können wir 3-1 machen. Ah, wir hätten mal den Luftangriff vorher fliegen sollen. So, sogar 4 Schaden. Hier machen wir nochmal 0-2. Und die Einheit zieht sich zurück und wir können hier nochmal jagen. Machen nochmal 4 Schaden. Und die Einheit kommt hier jetzt natürlich nicht hin. Das ist doof. Damit können wir diese Einheit hier leider nicht besiegen. Fliegen wir hier nochmal einen Luftangriff. 2 Schaden. Und 2-2 sehen wir dort als Prognose. Ich glaube, die Einheit hier sollten wir mal zurückziehen. Solange die hier auf dem Hügel stehen, machen die großen Schaden. Aber hier ist auch der nächste Hügel, den habe ich jetzt natürlich nicht gesehen. Mann, ich darf die Züge nicht so schnell machen hintereinander. Greifen wir hier die auch nochmal an, die Einheit. Nochmal 2 Schaden gemacht.
Okay, wir haben die Einheit jetzt hier auf jeden Fall stark geschwächt und eine haben wir fast rausgenommen. Mal gucken, ob das sie etwas auffällt. Dann bringen wir jetzt mal unsere Pack hier auch noch näher ran. So, und hier haben wir auch noch eine Pack. Wenn wir die hier hinbringen, kann die leider nicht mehr angreifen, oder? Nee, aber in der nächsten Runde dann. Luftabwehr ziehen wir auch ein bisschen weiter mit nach vorne wieder. Und jetzt haben wir hier noch die Jäger. Die können aber fast nichts ausrichten an den feindlichen Jägern. Aber am Bilbao, 2 Schaden. Das nehmen wir mit. Wunderbar. Und da war es das schon wieder, ne? Nee, unsere Bomber können wir noch losschicken. 3 Moralschaden. Zweimal Schaden. Ein Moralschaden und ein Stärkeschaden. Okay. Okay. Der Feind ist wieder dran. Ich möchte jetzt mal wissen, steht hier eigentlich noch einiges? Viel Artillerie, Luftabwehr. Hier hinten haben sie noch eine AAC-Kompanie. Oh Mann. Okay, spanisch-nationalistische Truppen sind wieder dran. Wir haben in dieser Runde ja sehr, sehr viel Schaden beim Feind gemacht. Oh, und der Angriff war aber stark, Leute. Der Feind zieht sich somit auch zurück. Ja, und die spanischen Truppen, die jetzt im Norden frei geworden sind, die rücken jetzt hier in Toledo ein. Und greifen hier auch den Bilbao an. Ja, aber sie schafft es nicht, ihn zu zerstören, aber zurückzudrängen. Und doch, da ist er zerstört. Und sie nehmen den Flugplatz ein. Boah, ein starker Angriff auf unsere Bomber. Die feindlichen Jäger waren ja eigentlich immer über Toledo im Einsatz. Diesmal haben sie uns dort oben angegriffen. Ja, sie haben gemerkt, dass ihre Infanterie dort oben verwundbar ist. Zumindest über den Luftweg. Ach, die nächste Einheit wird zerstört. Die kriegen aber eine fette Mütze gerade, ne? Oh, 8 Schaden. 5-5. Okay. Ja, hier in der Stadt sind unsere Panzer natürlich echt schwach. Können wir hier irgendwas machen? 1-1. Aber die da auf den Hügeln stehen. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir mal den Jäger hier angreifen. Uns mal in Position dafür. Massenangriffsbonus mitnehmen. 2 Schaden. 2 Schaden. 2 Schaden. Okay. Der Jäger ist stark geschwächt. Der wird uns in der nächsten Runde vermutlich keine Probleme bereiten. Dann fliegen wir nochmal mit unserem Bomber einen Angriff. 2 Schaden. 1-1. 2-1. Wir kriegen die Einheit hier nicht klein. Und hier die Einheit haben sie alle wieder aufgerüstet. Also, wie viel Prestige haben die denn bitte? Das ist ja fast bisschen unfair, dass wir hier mit 3 Prestige rumhängen müssen und unsere Einheit nicht aufwerten können. Und die können nach jedem unserer Angriffe hier die Einheiten wieder verstärken. Okay, ich glaube, wir werden jetzt mal hier versuchen, irgendwie diese Einheiten einzukesseln. Ziehen wir diese Einheit mal hier rüber. Ist natürlich schwierig, weil die so stark sind. Ich glaube, das wäre ein zu großer Kessel. Das kriegen wir nicht hin. Ja, wir können nichts machen, Leute. Wir können nichts machen. Die Infanterie hier muss noch rüber. Unsere Pack.
könnte. Na, hier direkt an die Infanterie, das ist natürlich auch unglücklich. Ja, bringen wir unsere Artillerie mal näher ran. Das bringt uns momentan deutlich mehr. Vor allem haben wir hier auch schöne Hügel. Können sie schön weit feuern. Na, okay. Luftabwehr kommt mit. Ja, die brauchen wir eigentlich auch gerade nicht, ne? Normalerweise können die hier stehen bleiben. Das tun sie auch. Ich glaube, wir werden unseren Speer mal. Obwohl, lass uns mal gucken, ob hier oben noch irgendwas ist. Nee, das sind nur diese vier Infanterieeinheiten, die uns hier unten so die Hölle machen. Ah, und die haben sich aber auch gut hier hingestellt, ne? Also. Oh, ist das nervig. Hier können wir nochmal angreifen. Machen auch die zwei Schaden. Aber das bringt ja im Grunde nichts, weil die können sich ja einfach nächste Runde wieder aufwerten. Was wir nicht können. Nochmal die Unterstützungsangriffe fliegen. Auch wenn die vermutlich nicht ganz so viele bringen, aber die Spanier sind hier unten echt unter starkem, starkem Druck. Wir sollten sie so gut unterstützen, wie es geht. Okay. Ja, der Panzer hier, der bringt uns natürlich in der Stadt überhaupt nichts, ne? Der kriegt nur auf die Mütze. Ich glaube, wir lassen die Spanier das hier unten erstmal alleine machen. Wir bringen den nach Orden, nach Orden, nach Norden, um hier diese Truppen so gut zu unterstützen, wie es eben geht. Wir lassen die Artillerie hier und die Panzerabwehrkanonen. Ansonsten bringen wir jetzt alles nach Norden, damit wir diese Truppen hier freikriegen. Genauso wie der Brückenleger, den brauchen wir auch eigentlich hier, ne? Den schicken wir jetzt auch mal wieder hier nach Norden weiter. Okay. Eine völlige Planänderung hier mitten im Geschehen. Aber es geht nicht anders. Ihr seht's, die Spanier, auch wenn es nur vier Infanteriekompanien sind, die halten uns hier völlig auf. Okay. Nationalisten fahren ja so ein bisschen selbstzerstörerische Angriffe, aber ja, irgendwie müssen sie sich den Feind ja vom Hals schaffen und so schaffen sie es. Ja, da haben sie schon die erste Kompanie besiegt. Okay, die Republikaner sind wieder dran. Fliegen hier gegen unsere Bomberangriffe. Alter. 6 zu 3 für den Feind. Krass. Einer zerstört. Ja, und da schießen sie unsere Infanterie zu Klump. Aber sie ist zumindest nicht besiegt. Ja, aber wir kriegen auch kein Prestige, ne? Also, wir können damit trotzdem nichts mehr anfangen. Wir könnten sie vielleicht. Ne, nicht mal das reicht's für eine Verstärkung. Ja, hier zu großen Teilen einfach wieder aufgewertet, das Ganze. Also finde ich tatsächlich ein bisschen krass, dass die Spanisch-Republikaner sich hier einfach so wieder aufwerten können. Ja, ich weiß nicht, wie wir dagegen ankommen sollen. Aber immerhin, wir können jetzt hier diese Einheit einkesseln. Stellen wir sie jetzt einfach erstmal hier hin. Fliegen einen Luftangriff, der zwei Schaden macht. Ging auch durch, dann können wir hier großen Schaden machen. Ja, ging aber nicht komplett durch. Ganz im Gegenteil, haben sogar nur selbst eingesteckt. 3-3, 1-1. Können noch Artillerie-Unterstützung geben, das ist ja fantastisch. Drei, zwei, eins, eins.
Machen wir mal hier den Angriff. Ja, okay. 1-1. Ja, 1-0. Okay. Ja, möglicherweise kriegen wir eine von den Einheiten nächste Runde klein, aber dann auch nur dann, wenn sie die nicht aufwerten können. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das im Kessel können. Werden wir dann gleich mal sehen. Die müssen wir zurückziehen. Und hier schwächen wir den Feind wieder ein bisschen. Zwei Schaden sind durchgegangen. Ein Schaden ist durchgegangen. Und hier können wir gar nichts ausrichten. Ja, weil die Einheit zu schwach ist mittlerweile. Hier haben wir noch eine Achter. Können wir auch nichts mehr mit ausrichten. Die Frontlinie ist mittlerweile zu weit weg, als dass wir hier vernünftig unterstützen können. Ziehen wir den Panzer, die Kanone mal näher ran, aber auch das hilft nicht. Nehmen wir sie mal hier hin. Ah, nein! Ah, verdammt! Jetzt habe ich sie hier an die Infanterie rangestellt. Hoffen wir, dass die Nationalisten hier gleich nochmal groß Schaden machen. Ah, verdammt. Okay. Okay, wir haben ein kleines Zwischenfazit. Wir haben 5 von 7 Siegfeldern. Ein sechstes werden wir bald einnehmen. Hoffentlich, dass die Spanier das zurückerobern. Und ja, der Rest ist davon abhängig, wie wir hier oben durchkommen. Damit wir hier möglicherweise Algodor einnehmen können. Ja, mal schauen. Mal schauen. Es sieht momentan nicht gut aus. Wir kommen nicht vor, aber auch nicht wirklich zurück. Zumindest unsere Truppen. Die Nationalisten machen schon etwas Fortschritt. Aber auch unter sehr, sehr starken Verlusten. Das darf man nicht vergessen. Sie können dieses Tempo, wie sie hier in Toledo einrücken, nicht lange halten, wenn sie weiter so, ja, selbstzerstörerische Angriffe fahren. Okay, Leute. Ich glaube, wir müssen mal in der nächsten Folge nochmal so ein bisschen drüber nachdenken, wie das hier weitergeht. Denn, ja, es läuft einfach nicht gut. Es läuft einfach nicht gut. Warten wir ab, bis zur nächsten Folge, Leute. Wir kriegen das bestimmt noch irgendwie gedeichselt. Wir müssen das nur ein bisschen ruhig und intelligent angehen. Wir haben hier eine Einheit schon mal stark dezimiert und eingekesselt. Das dürfte uns schon mal einen Vorteil geben. Aber ich denke natürlich, dass diese Einheiten hier, die werden ja nicht tatenlos rumstehen. Die werden da vielleicht entgegenwirken. Warten wir es ab. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Okay, Leute. Bis dahin, bleibt gesund. Euer Sammy. Ciao!